Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Formel 1 2019. Wir werden jetzt das Rennen in Österreich fahren am Red Bull Ring im Toro Rosso. Auf Platz 3 starten wir. Wir haben Schwierigkeit jetzt auf 85 hochgestellt. Ich finde diese Strecke halt mega geil zu fahren. Auf einer Strecke, auf der in war jetzt auch nicht so schlecht. Jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lando Norris reden. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzuziehen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es nach Qualitätskomponenten habe ich keinen Ärger. Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir ein Toro Rosso, Verstappen, gerade so vor Verstappen, ey. Perez, Sainz Junior, Magnussen und Charles Leclerc. Weber, Quert, Lance Stroll und Butler, Russell, Raikkonen, Daniel Ricciardo und Romain Grosjean. Kubica und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Tja, Lando Norris, letzter. Ah, du wirst die Williams eh überholen. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Also da die hier 300stel langsamer ist, zwei Stops zwar hat, ne? Ich aber deutlich schneller unterwegs sein werde. Ja, die werde ich aber noch ein bisschen... Stimmt, die sind nicht auf 100%. Aber ich will nicht mit harten Reifen fahren. Also mit denen kriege ich ein höheres Tempo und ich wette, die 300ste hole ich raus. Also ich hole ja schon Zeit für den Stop raus. Oder sollte ich auf die einen Stop gehen? Das ist jetzt die Frage, 36 Runden. Will ich 25 Runden auf Weiß rumeiern, wie die meisten? Oder hole ich so viel Zeit raus, dass ich einen Boxenstopp habe und genauso schnell bin oder noch schneller dadurch, dass ich... Also die meisten werden jetzt erstmal 11 Runden rot fahren. Da würde ich den Undercut machen. Und ich sag mal, wenn ich dann... Ich glaube, ich kriege am meisten Zeit raus, wenn ich am Ende nochmal rot fahre, oder? Kann ich die nochmal anpassen hier? Aber ich möchte die anpassen. Da. Dann 2, gehe ich auf Mediums. Fahre die 15 Runden. Und dann 3, gehe ich auf Soft und fahre die da 12 Runden. Die fahre ich 9 Runden. Guck mal, da bin ich minimal langsamer. Aber am Ende kann ich mir richtig gute Zeiten rausholen. Ich glaube, das wird meine Strategie. Ja. Ich glaube, das nehme ich so. Weil dann am Ende, wenn die auf Weiß richtig langsam werden, komme ich nochmal mit Roten raus.
und hau da nochmal richtig wahrscheinlich Zeiten raus. Im letzten Rennen hat mich das von hinten ziemlich weit nach vorne gebracht. Gucken, ob sich's diesmal rentiert, so die Strategie zu fahren für mich. Ansonsten ärgere ich mich. Jo. Ich weiß gar nicht, wer hat das letztes Jahr, dieses Jahr gebracht? Nee, es war letztes Jahr, da hat auch einer von den Haas während Safety Car in die Wand gesetzt. Ich glaube, in Aserbaidschan war das. Ja, genau. Was ist denn hier los? So. Scheiße, ich stehe auf der Außenseite. Danke fürs Drehen.
Na! Ah! Weißt du, ich bin eigentlich... Konzentriere dich einfach auf deine Strecke. Konzentriere dich nicht so stark auf die anderen Gegner. Das gibt es nicht. Warum kommt der da so raus? Warum habe ich da so einen extremen Gripverlust? Mann! Was ist, läuft hier für eine Scheiße? Was ist hier los? Dass ich absolut nicht Tempo halten kann. Hauptsache, ich habe als Vierter Perez hinter mir. Selbst die haben ja einen besseren Wagen. Weil meine Upgrades so oft fehlschlagen. Hauptsache oben links steht als bitte warten. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Geht in Ordnung. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden.
Schleiß am Motor. Ja, der muss nach dem Rennen unbedingt gewechselt werden. So langsam haben wir auch einen Schwierigkeitsgrad eingestellt, der schon knackig ist. Perez muss sich gegen einen Ferrari verteidigen. Frag mich eh, wie er es vor die noch geschafft hat. Oh, Verbrennungsmotor bei 84%. Na, Vettel hat Perez überholt. Ich hätte jetzt so gerne in Aston Martin Red Bull gesessen. Wäre diese Strecke lang gepäst. Wäre sicher besser als Albon gewesen. Ich noch einen Gang runterschalten müssen. Wo war ich schlecht genommen? Ja, bevor Perez noch DRS kriegt. Gucken, ob der Undercut funktioniert.
in dieser Zwei-Stopp-Strategie. Los, los, los! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ich bin als 16. rausgekommen. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Statusreport. Wir sind auf P16. Baykönner liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,0 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ricardo liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Mit alten Weichenreifen. Dein Boxenstoppfenster ist in 14 Runden geöffnet. Noch 27 Runden. Komm schon. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,8 Sekunden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Also auf Ricardo habe ich 1,7 ausgebaut. Fahrer vor mir. Hey, können vor dir. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 12,3. Ich komm nicht an das Feld ran. Schlechte Idee gewesen mit der Strategie, habe ich so das Gefühl. Muss dann darauf bauen, wenn die harte Reifen haben. Später und abgenutzt sind. Dass ich dann nochmal reichlich überholen kann. Immerhin einen habe ich mit dem Undercut schon mal geholt. Bei der Strategie muss ich auf jeden Fall als am schön Vollgas limitmäßig bei der jetzt in der Box ist, den muss ich zum Beispiel kriegen.
Fahrer vor mir. Norris vor dir. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,12,3. Kurz pro Runde 8 Zehntel auf 8 Zehntel. Sollte nicht Surrogat durch Gas gehen. Ungleichmäßig. Gutes Tempo. Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Shit. Daniel, kommt in die Boxengasse. Oh, da waren gerade alle an der Box. Oder einige. Ich bin jetzt auch wieder auf P7. Also je mehr ich einhole, die alte S-Reifen haben, je eher hole ich mir vielleicht ein bisschen Zeit auf. Bin ich wieder auf dem vierten und Verstappen ist auch auf Medium. Zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Nee, er kann noch länger auf Rot fahren. Ich muss unbedingt den Qualifying auf 9 Satz Rote wechseln und dann einfach nur kurz rausfahren. Nicht wirklich Verschleiß fahren. Selber rausfahren, direkt wieder reinfahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wow. Alles klar. Beide sagen Runde 24.